uns im Nibelsee. Wir tauchen ein in die Spiele. So, hallo und herzlich willkommen live von der schönsten Insel der Welt aus Zypern, Peru Place. Ich bin der Peru. Ja, und heute machen wir mal was ganz anderes. Ich habe heute mal Bock auf geniale Verbrechen, nämlich mit Evil Genius 2 World Domination. Nichts mehr und nichts weniger wollen wir als die Weltherrschaft. Und ja, ich habe euch das Spiel mal vor gar nicht allzu langer Zeit kurz vorgestellt. Und ich würde es heute einfach mal wirklich spielen, eine kriminelle Karriere aufbauen. Ich hoffe, ihr habt da auch Bock drauf. Ja, wenn ja, lasst einfach ein Like, Follow da, Daumen hoch natürlich, ne? Netter Kommentar ist auch immer ganz nett, würde mich freuen. Dankeschön dafür. Das heißt, wir spielen ein neues Spiel und müssen uns dementsprechend erstmal ein kriminelles Genie aussuchen. Da haben wir einmal Maximilian, den größten wahnsinnigen Goldjungen. Den Rauten Ivan, den irren Superkämpfer. Salika, die geniale Wissenschaftlerin. Und Emma, von der Spionagechefin zum Giftprofi. Ganz neu in der Runde, Polar, eiskalt und unverfroren. Die Dame habe ich leider noch nicht im Besitz. Ich glaube, die werde ich mir mal besorgen. Die klingt interessant. Sieht auch ganz witzig aus vom Charakter. Gut, ja, Maximilian habe ich ehrlich gesagt schon ziemlich oft gespielt. Wir werden definitiv heute mal einen der anderen Kollegen nehmen. Schauen wir mal, was die so drauf haben. Ja, der Kollege sieht auf jeden Fall durchsetzungsfähig aus. Old School, mit voller Kraft. Den probieren wir mal. Roter Ivan, warum nicht? So, dann suchen wir uns mal eine Insel für unser Headquarter aus. Das ist das, das ist das. Okay, das ist für Polar, für die neue Kollegin. Sieht auch cool aus, können wir aber leider noch nicht spielen. Das Paket muss ich erst besorgen. Das hier finde ich ganz nett. Nehmen wir. So, wir nehmen alle aktuellen Add-ons. Ja, da ist eigentlich alles dabei, außer Polar. Wir machen das entspannt hier. Wir machen das entspannt. Kein großer Stress. Ja, Obacht, der Chef ist da. Use the camera controls to move the camera around your lair. So, es ist immer doof, dass man das Tutorial nicht ausschalten kann. Also jedes Mal, wenn man eine neue Karriere startet, kommt das automatisch. Man kann natürlich den Sandbox-Modus auch spielen, aber dann hat man eben keine Achievements und nichts. Das ist, ja, auch doof, ne? Also, duseln wir uns da kurz durch. Now use the rotate controls to rotate the camera. So. Zoom, genau, da kommen unsere Minions. Use the tilt controls to tilt your camera. So, genau, Kamera kippen können wir noch. Who do you think you are? Giving me instructions like that. Also es ist schade, dass es nicht eingedeutscht wurde, aber immerhin haben wir Untertitel bzw. deutsche Schrifttafeln. Ja. Kann man machen. I'm here to help by telling you exactly what to do next in a friendly and helpful manner. But you're here to do everything I say. Also ich denke, das ist jetzt groß genug und kurz genug, dass ich das jetzt nicht mal vorlesen muss. Correct. Step one. Tell us what you want and the minions will do it. We're eager to please. And also eager to live. Please stop looking at me like that.
Okay. Ist ja auch schon furchteinflößend, unser roter Ivan hier. Your lair will be much more impressive once it has more rooms. Open the build menu. So, und wie immer, bei jeder Runde müssen erstmal die Grundgebäude errichtet werden. Das wird jetzt zuerst mal der Tresor sein. Genau. You need a place to store your gold. Select the vault icon. Paint tiles over the highlighted area. This will be where we'll build your vault. Das sieht gut aus. Oh, da habe ich was vergessen. Entschuldigung. Und Platz für die Tür brauchen wir auch noch. Gold pallets will increase the amount of gold you can keep in your lair. Und ein Türchen. Ich denke mal, so eine Tresortür wäre vielleicht besser für das Gold. Ist zwar teurer, aber das ist uns das wert. Wait for your minions to install the door before moving on. Ordered furniture must first be collected from the depot under the helipad. Jo, da machen sich die Kollegen schon mal fleißig ans Werk. Das ist gut, dann kann ich schnell machen. Teleportieren. Ich habe mir das Game übrigens auch für Steam Deck geholt, wo es übrigens auch fantastisch läuft. Ist ein tolles Spiel für unterwegs, finde ich. Ja, also wenn man mal unterwegs ist zur Arbeit oder mal für eine längere Strecke unterwegs, auch im Urlaub mal. Da kann man das Spiel wunderbar unterwegs spielen. So, jetzt fehlen nur noch die Goldbarre natürlich und unsere Tür. So, die Tür kommt schon. Eine Tresortür bitte, jawohl. Da kommt der Kollege mit dem Scharnöppel. Da kommen dann gleich die Barren raus. Also die Paletten fürs Gold, sagen wir es mal genau. Ja, die Tresortür hat uns jetzt mehr gekostet, aber sicher ist sicher. Niemand kommt an mein sauer erspartes Geld. So, eine Palette fehlt noch. Okay, ich denke mal, jetzt müssen wir uns um die Minions kümmern. Genau. Minions need to rest after a day of evil deeds. Beziehungsweise Schlafkaserne. So. Ich mache den Bau immer am liebsten von oben, weil dann kann man am genauesten hier die Felder ziehen. Und ihr seht, von oben geht das richtig gut und problemlos. Gerade so mit Türen und schmaleren Sachen bietet sich das an. Beds give minions places to sleep when their vitality or morale start to run low. So, einmal. Zweimal. Items can be rotated freely with the rotate controls. Items that need to be placed next to a wall will automatically rotate. Okay. Place some beds on the other side of the barracks. Once you are done, select confirm to give the order to your minions. Open the systems menu. Objectives will help pave the way to world domination. Optional objectives will give you so, hier können wir uns die Belohnung für kleine Nebenmissionen zum Beispiel abholen. Genau, das machen wir auch gleich. Jetzt haben wir schon wieder ein bisschen Geld eingenommen. So, was ist das? Als nächstes kommt die Kantine dran. Ja, Schmackofahrt ist immer wichtiger. Ne? Ohne Mammut kein Kampf. Okay. Dasselbe Spiel. So, jawohl, perfekt. Dann brauchen wir noch zwei Essensausgaben. Einmal.
zweimal. Okay, das war's, glaube ich. Ja. Basic food counters restore minions' hearts and vitality and stop stumps from rumbling. Also jeder Bösewicht, den man auswählen kann, hat spezielle Charaktereigenschaften, natürlich oder andere Fähigkeiten, seinen Minions zu fördern oder auch ins Jenseits zu befördern. Ich kann euch empfehlen, wenn ihr euch das Spiel mal holen solltet oder schon habt, probiert jeden mal davon aus. Es lohnt sich. Hier fehlen noch die Betten, okay. Hier wird fleißig gebuddelt. Wunderbar. Die Betten sind montiert. Chill Area hier für unsere Minions. Okay, dann fehlen nur noch die Küchentresen. Ich spule mal schnell vor. Das geht natürlich auch. Ja, das war klar, genau. Wir brauchen nämlich Stromgeneratoren. Let's fix that before continuing. Natürlich. So, jetzt ist die Frage, wie wir das machen. Die Insel hier ist ein bisschen anders aufgeteilt. Deshalb muss ich gerade überlegen, wie wir das am dümmsten machen. Aber ich mache das auch hier auf der Seite. Dann haben wir die ganzen grundlegenden Bums auf einer Seite und die ganzen extra Sachen kommen auf die andere. Wir haben ja auch mehrere Etagen, aber dazu kommen wir ja später, viel später. Jetzt müssen wir erstmal eine Räumlichkeit bauen hier für das Kraftwerk, genau. Ja, ich glaube, ich muss jetzt hier auch gleich erstmal den Gang nochmal... Ja, warte mal, wir machen das anders. Wir bauen erstmal den Gang weiter aus. So. Weil natürlich müssen die Räume immer an einen Gang grenzen, ne? Das ist klar. Du musst ja auch Zugang haben. Deshalb habe ich jetzt erstmal hier den Flur verlängert sozusagen. So, jetzt kann ich nämlich ausbauen hier. Kleiner Tipp von mir, geizt nicht mit dem Kraftwerksraum. Weil den werdet ihr wieder und wieder und wieder ausbauen müssen. Weil eure Energieansprüche werden definitiv nach und nach steigen. Be careful, as enemy agents will attempt to sabotage your generators if they find them. Am besten auch an einer Stelle bauen, wo ihr die Möglichkeit habt, den Raum noch eventuell zu erweitern. Wenn ihr nicht das Ganze auf mehrere Räume natürlich verteilen wollt, das müsst ihr wissen. Me neither. So, okay. Auf geht's. Also hier wird erstmal nur nach einem Generator gebracht. Ich baue vorsichtshalber immer schon den zweiten mit. Es kostet nicht die Welt, aber wie gesagt, ich gehe da immer gerne auf Nummer sicher. Hat sich bis jetzt auch immer ausgezahlt. Also dieses Game kann ich mir schön vorstellen, auch mal für einen Livestream, ne? Weil... Erstmal finde ich es cool, es macht Spaß. Auf der anderen Seite, ich habe auch nebenbei ein bisschen Zeit mit euch zu chatten und zu plaudern. Das ist eigentlich perfekt. Müssen wir mal machen. Schauen wir mal, vielleicht mal so am Wochenende oder so. Auf den Sonntag. Ganz gemütlich, weißt du, bei Kaffee oder Tee. Mal zusammen zocken hier das Ding.
Was ich eben halt schön finde bei diesem Game ist diese comichafte Darstellung. Auch die Idee mit den Minions. Sehr cool. Und alle Bösewichte sind sehr lustig böse. Also der Maximilian zum Beispiel erinnert mich auch sehr an Dr. Evil, wenn noch Austin Powers kennt. Ich glaube, da haben sie einiges abgeschaut. Auch was die anderen Superbösewichte betrifft, hat man sich doch mal so den ein oder anderen Charakterzug bei berühmten Film- oder Comic-Bösewichten ausgeliehen, was völlig in Ordnung ist. Und es gibt dem Ganzen noch so einen ganz besonderen Comedy-Touch, so ein bisschen, finde ich. Ja, noch nicht viel zu tun hier für den roten Ivan. Der freut sich erstmal über sich selbst, so wie es aussieht. So, und es werde Licht. Wir sind wieder im Geschäft. So, jetzt müssen wir noch einen Verbrennungsofen bauen, um Leichen zu entsorgen. Geht gut los. Spätestens in diesem Moment merkt man dann, wo die Reise so auch ein bisschen hingeht. So, das bauen wir hier mal in die Ecke, damit wir hier noch Platz haben für Generatoren. Jawohl, ja. So, jetzt widmen wir uns ein bisschen der Steuerung von unserem Bösewicht. Wir wählen den jetzt mal aus. Jetzt geht es erstmal um Grundfunktionen wie Bewegung und so. Yes. So, jetzt haben wir einen markierten Bereich, da sollen wir ihn erstmal hinbewegen. Das machen wir mal schnell. Wir spielen das Ganze übrigens auf der PS5. Es ist natürlich auch verfügbar, wenn ihr das wollt, für die PS4. Das nun nebenbei. Und natürlich, wie gesagt, auch verfügbar für das Steam Deck. So, wir brauchen Kontrollraum. Das ist die Schaltzentrale überhaupt. Eine der wichtigsten Sachen. Auch hier bitte nicht mit dem Raum geizen. Jetzt nicht übertreiben, aber auch nicht geizen. Weil hier wird der Grundstein gelegt für die Weltkarte, dass ihr da überhaupt agieren könnt und kriminelle Clues ausführen könnt. Raubzüge und so. Deshalb, wie gesagt, ne, nicht geizig sein. So, da ist der Control Room. Auch hier werde ich jetzt mal vorher überlegen, wie ich den Weg weiterbaue. Was habe ich denn hier? Lustig. Ich muss jetzt ganz kurz überlegen. So können wir das machen? Ich ziehe das einfach mal durch hier bis zur Wand. Übrigens, ihr seht hier, das Gestein ist verschieden eingefärbt. Je nach Einfärbungsstube. Entschuldigung, könnt ihr später, wenn ihr einen Forscher habt, diese Gesteinslegionen erforschen und entfernen, damit ihr auch dort bauen könnt. Also hier könnt ihr jetzt in diesem Bereich, hier, ne, das hellbraune, da könnt ihr definitiv bauen. Alles andere ist für euch noch gesperrt. Eure Forscher, wie gesagt, können diese anderen Gesteinsschichten später freischalten und dann könnt ihr wirklich die gesamte Fläche zum Bauen nutzen. Das nur mal ganz nebenbei. So, wir wollen natürlich jetzt hier unser Thema nicht vergessen. Unser Kontrollraum, aber das wollte ich nur mal ganz kurz erklärt haben. So. Also ein paar Spielstunden habe ich hier schon verbracht. Man muss hier auch ein bisschen Geduld haben. Ne? Am Anfang schleppt sich natürlich, gerade wenn man eine neue Karriere anfängt, weil jedes Mal wirklich das Tutorial da ist. Das ist das Einzige, was mir nicht so gefällt, dass man die nicht deaktivieren kann bei der Karriere. Aber wie gesagt, ne, wenn euch das arg stört, dann müsst ihr eben halt im, was weiß ich, im Sandbox-Modus spielen. Aber dann gibt es eben halt keine Trophies und so. Das ist natürlich auch doof. Also, man hat mehr oder weniger gesagt, gar keine Wahl. Ne? Das ist leider so. So, auch hier mache ich gleich zwei Funkverstärker, damit wir von Anfang an mehr Möglichkeiten haben. Ich
Ich meine, Gold haben wir ja genug, also ich kann gerne mal so bei bestimmten Sachen ein paar Dollar oder Credits mehr ausgeben. Ja, auch das heutige Game hier ist eine Aufzeichnung als Premiere. Also ich bin leider nicht live zugegen, weil ich wahrscheinlich ziemlich zerbröselt irgendwo in der Ecke liege. Ich bin ja, wie ihr wisst, momentan in der Trainingsphase bzw. Testphase meines neuen Jobs. Sehr viel zu lernen, sehr nervig, manchmal auch ein bisschen anstrengend. Und deshalb muss ich das ein oder andere vorproduzieren. Ich brauche einfach auch ein bisschen Zeit für mich. Ich hoffe, ihr habt da Verständnis. Nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich, wenn ihr hier im Live-Chat natürlich zur Premiere ein bisschen das Spiel diskutiert, kommentiert, würde ich mich natürlich freuen. Selbstverständlich freue ich mich auch über Kommentare, wenn ihr das Ganze als Wiederholung sehen solltet. Ne? Dankeschön. So, unser Gang hier ist schon gleich fertig. Auch hier unser Raum. Unser Kontrollraum. Aber da fehlt doch noch was. Habe ich keine Tür bestellt? Warte mal. Moment. Moment. Da ist eine Tür. Das wollen wir doch nicht vergessen. Sonst zieht sie ja doch im Laden. Ja, es dauert immer, wenn man den Raum gebaut hat und da Sachen reinstellen will, müssen die Kollegen das immer erst aus dem Lager holen. Das ist immer hier auf dem Weg zum Hubschrauber-Landepad. Das ist mal mehr, mal weniger weit entfernt, aber meistens nie gleich um die Ecke. Das heißt, die brauchen immer eine Weile, bis sie den Bums holen. Ich spule mal ganz kurz vor. Also nicht wundern, ne, wenn ihr euch sagt, okay, das ist doch alles gebaut, wo bleibt das? Die müssen das immer erst aus dem Lager holen. Da seht ihr die Kollegen. Ich nenne sie auch Staubsauger rückwärts. New main objective. Okay. Available. Head to the world stage. So, damit haben wir unseren ersten Mitarbeiter am Funkgerät. Das heißt, jetzt können wir sozusagen eine externe Filiale eröffnen auf der Weltkarte. Das schauen wir uns jetzt mal an. Und hier geht die Sache eigentlich erst richtig los. Denn natürlich wollen wir mit unseren kriminellen Machenschaften Geld verdienen. Dazu brauchen wir natürlich Standorte. Each of the highlighted regions is an excellent place to start your journey towards world domination. Select a suggested region or any other region if you know what you are doing and scout it to establish a criminal network. Ja, dann nehmen wir Europa, oder? Würde ich doch mal sagen. So, einmal erkunden bitte. So, hier sehen wir jetzt die Kollegen, die entsendet werden. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Sobald die da sind, kriegen wir eine Rückmeldung und dann gibt es auch eine kleine nette Szene wieder. So, die Kollegen machen sich jetzt erstmal auf zum Hup-Hup. Das ist auch tatsächlich alles animiert. Wenn ihr euch die Mühe macht und mal so ein bisschen wartet, kriegt ihr solche kleinen Szenen auch mit. Ich finde das sehr nett gemacht. Ich liebe bei diesem Spiel die Liebe zum Detail. So. Die Kollegen sind unterwegs. Und jetzt müssten sie auch gleich auf der Karte ankommen. Dann müssten wir eigentlich auch gleich den Hubschrauber sehen. So, genau. Da ist er unterwegs. Und ab geht's. So, die Kollegen bauen uns eine Filiale, einen Standort in Europa. Das geht relativ fix. Et voilà, da ist unsere europäische Zentrale. Sagen wir mal osteuropäische Zentrale. Kann man Europa selber direkt? Ja, das habe ich ein bisschen verkackt, ne? Aber ich baue ja gerade ein zweites Funkgerät, habt ihr ja gesehen. Das heißt, wir könnten hier demnächst hier auch für Westeuropa natürlich jemanden losschicken. Okay. I'm all packed, boss. Send me into the world and I'll come back with plenty of gold. Come back?
You think you're coming back? Oh, I'm not having you coming back here, tracking justice all over the place like mud. They'll follow you right to my door, and then where will we be? Take a little gold for yourself, then send the rest back here. Use your share to live a quiet life. Minions will travel to the world and run any scheme. So, also, solche Ausflüge sind natürlich nur mit Einwegticket. Ne? Wer für die Mafia eine Filiale eröffnet, kommt natürlich nicht zurück, hat aber dafür ausgesorgt, wenn er seinen Job natürlich richtig macht. Ansonsten gibt's ein kleines Bad mit Zementschuhen. Ihr versteht, was ich meine. So, unsere erste Filiale ist damit eröffnet. Jetzt sollen wir auch schon gleich einen der ersten Pläne, ich mache mal die Normalgeschwindigkeit wieder an, wir werden uns jetzt mal einen der ersten möglichen Gauneraufträge anschauen hier. Da sehen wir so einen, ne, meistens mit einem Dollarzeichen. Es gibt verschiedene Aufträge, natürlich Dollars sind immer wichtig, Credits. Es gibt aber auch Aufträge, um das Misstrauen in deiner Region wieder zu reduzieren. Jeder Auftrag erweckt Misstrauen. Wenn man da ein gewisses Level erreicht, kann es sein, dass die Filiale ja in den Lockdown muss und erstmal schließen muss, ja, damit sie nicht enttarnt wird. So, was haben wir denn hier? Hier nimmt alles seinen Anfang. Der erste von unzähligen Raubzügen. Ein entschlossenes Arbeiterteam kann den Safe knacken und sich mit dem Gold aus dem Staub machen. So, dafür brauchen wir 2 Arbeiter und der Raubzug würde uns 5000 Dollar bringen. Machen wir. New main objective available. So, hier starten die Kollegen. Auf geht's. So, damit geht's jetzt auch so langsam ans Eingemachte. Wir brauchen nämlich ein Gefängnis. Es muss jetzt nicht so groß sein, deshalb ist der Platz hier eigentlich gar nicht mal so schlecht. Normalerweise würde ich jetzt sagen, aber wir werden definitiv hier das noch erweitern müssen, diesen Platz mit dem Kraftwerk, weil Energie werden wir immer mehr brauchen, je mehr Räume und Geräte wir natürlich haben. Deshalb werde ich doch das Gefängnis hier auf der Seite bauen. Dann auch ein bisschen größer, warum nicht? So, wer weiß, dass wir dann noch alles für Unfug treiben können. Also insofern. So. Einmal. Ja, noch ist der Platz hier ja auch ein bisschen eingeschränkt. Wie ihr seht, wie gesagt, hier haben wir die verschiedenen Erdlagen. Da können wir noch nicht alles bebauen. Okay. So, und jetzt bauen wir schon unsere erste Zelle, weil wir können nämlich und müssen auch Leute kidnappen, weil wir brauchen Fachkräfte, wir brauchen Wächter, wir brauchen Schergen und später auch Handlanger. Und die müssen wir alle auf der Weltkarte unter anderem anwerben. Das ist eine der weiteren Missionen, die du mit deinen Schergen durchführen kannst. So, dann brauchen wir einen Verhörstuhl. Der ist richtig geil, werden wir später sehen. Gefällt mir richtig gut. So, da ist er. Dann brauchen wir noch eine Tür. Da gibt es eine extra Gefängnistür, die nehmen wir auch. So, und dann würde ich sagen, das reicht erstmal. Eine Zelle, ein Verhörstuhl und eine Gefängnistür. Auf geht's. So, und die Jungs machen sich auch gleich ans Werk. Sehr schön. So, ich sehe gerade eine optionale Mission, die nehmen wir mit. Konstruiere Spinde in der Kaserne. Das machen wir. Mit dem Ausbau der Spinde, je mehr Spinde ihr habt, desto mehr Minions könnt ihr übrigens auch einstellen. Nicht ganz unwichtig. Das heißt, da machen wir uns auch gleich dran. Ja, diesmal liegt der Spind nicht so günstig, finde ich. Ich bin gerade überlegen, wie wir die am günstigsten bauen. Ja gut, ausbauen kann ich das Ding sowieso nicht wirklich. Wenn ich mehr Minions brauche, werde ich später dann doch wahrscheinlich, wenn ich nicht drum rumkommen, einen weiteren Raum bauen müssen. So, jetzt warte mal. Ich muss ein bisschen Platz sparen hier. Das ist ein ziemlich kleiner Schlafraum diesmal. Okay. Bauen wir sie in die Mitte des Raums, so Rücken an Rücken. Das geht natürlich auch.
Dafür gibt es aber natürlich für diese kleine Aktion wieder extra Kohle. Die können wir natürlich immer gebrauchen. So, ich glaube, wir haben gerade wieder eine Mission erfüllt. Lass mal kurz gucken. Nee, was war das jetzt? Warte mal. Also hier sehen wir auf jeden Fall, gehen wir es mal kurz durch. Es gibt eigentlich erstmal die generelle Hauptmission natürlich. Ne? Das ist die Hauptkarriere, die wir verfolgen. Es gibt die Nebenhandlungen, die werden wir in Kürze auch sehen. Und es gibt optionale kleine Aufträge. Ne? Also wie hier jetzt eben gerade mit den Spinden, das ist die hier. Die wird gleich ja ausgezahlt. Das sind dann doch hier 7500, ne? Bis zu 10.000 und mehr. Ne? Also schaut immer mal, diese kleinen Nebenmissionen erfüllen, gibt gut Kohle. Ne? So, und hier sehen wir die ganzen abgeschlossenen, die sind für uns jetzt weniger wichtig. Gut. Da sind unsere Spinde. So, und jetzt können wir uns, jetzt seht ihr es oben rechts, auch die Belohnung abholen, wie eben gerade auch gesagt. Zack. Und wieder Geld im Sack. So, ihr seht schon, wenn ihr mal unten in die Leiste schaut, bei der Dollaranzeige, seht ihr auch prozentual mit 86%, das ist die Auslastung von eurem Goldlager. Ich würde empfehlen, das so bald wie möglich so ein bisschen auszubauen, gerade wenn ihr die Weltkarte freigeschafft habt, damit ihr natürlich euer sauer verdientes Geld auch einlagern könnt. Also so schnell wie möglich ausbauen. Ne? Dazu haben wir hier jetzt nicht so viel Möglichkeit, weil durch das Tutorial bedingt können wir nicht bestimmen, wo das Geldlager ist. Das heißt, wir können es hier jetzt zwar ein bisschen ausbauen, aber, Moment, ihr könnt es ausbauen, aber wir werden definitiv einen zweiten Lagerraum irgendwann brauchen. New optional objective available. So. Sieht bei den Kollegen aus. Die sind gleich durch. Dann kommt gleich das Gefängnis noch unter Verhörstuhl. Und das sind wir da auch fein. Das sieht hier jetzt alles noch leer aus. Aber macht euch keinen Kopf. Das wird sich schon recht bald alles füllen. Aber bei einigen Räumen solltet ihr wirklich ein bisschen extra Platz einplanen. Your criminal networks are idle. Consider running some. So, experimentiere damit, Agenten zu verhören. Man weiß ja nie, welche Geheimnisse dabei aufgedeckt werden. Ja, das heißt, wir werden demnächst ein paar Minions losschicken, sobald das Gefängnis fertig ist. Und unsere erste Fachkraft entführen, um ihr das Wissen auszusaugen, um eigene Fachleute zu erschaffen. Wie zum Beispiel Wächter, ne, Schergen, Handlager, was man jemals so braucht. Aber dieses Wissen müssen wir uns immer erst aneignen durch Personal, das wir selber entführen. So, hier haben wir wieder ein bisschen Platz für Paletten. Also hier auf jeden Fall zwei Stück. Das hilft schon mal ein bisschen weiter. Besser als nix. So, Goldpaletten. Zack. Zack. Ja, mehr geht nicht. Aber immerhin. Weil mit den sechs Paletten, da passt nicht so viel rein. Ihr habt es ja gesehen, ne? Bis eben waren wir tatsächlich auch schon auf 86%. Das geht relativ fix, wenn man, ja, die Aufträge dann schon regelmäßig erfüllt und so. Da füllt sich das Lager dann doch recht schnell, wenn man alles richtig macht. So, und jetzt genau, das hatte ich ja schon angesprochen, ne? Immer achten auf Strom. Sobald ihr größere, weitere Gebäude mit Maschinen vor allen Dingen baut, ja, steigt natürlich der Energiebedarf. Das heißt, hier müssen wir einen neuen Generator bauen. Das ist auch, was ich meinte, ne? Das ist der Grund, warum ihr relativ schnell hier die Kraftwerksfacility ausbauen müsst. Das können wir eigentlich gleich mal machen, bevor ich das vergesse. Ja, komm. So. Bauen wir gleich mal hier aus. Es hilft ja nichts. So. Schon mal so ein bisschen wenigstens mehr ausbaufähig sind. So,
Ja, wir sollen gerade zur Weltkarte gehen. Aber vorher will ich ganz schnell den Strom sicherstellen. Weil ganz wichtig, auf der Weltkarte könnt ihr nicht arbeiten, wenn ihr in der Hauptzentrale keinen Strom habt. Also es würde jetzt auch keinen Sinn machen, wenn ich jetzt schon auf die Weltkarte gehe. Ohne Strom kein Funk. Ohne Funk keine Aktion auf der Weltkarte. Ist klar, ne? So, da strömen die Minions heran, um zu bauen. Da kommt der nächste Generator. So, und jetzt sind wir wieder im Geschäft. Auch erst jetzt können wir tatsächlich weitermachen. So, dann gehen wir jetzt mal wieder auf die Karte. Scientist scheme. Special schemes are often highlighted on the world stage with colored signs. Ja, und wie ich schon gesagt habe, ne, also es gibt verschiedene Aufträge, die sind dann auch farblich abgehoben. Wir sollen jetzt einen Wissenschaftler entführen, um uns sein Wissen anzueignen. Das sind dann diese grünen Symbole mit diesem Atomzeichen. So, der Sohn eines berühmten theoretischen Physikers ist ein musikalisches Wunderkind. Na gut, der Rest interessiert mich nicht. Er ist Wissenschaftler. Das will ich wissen. Dazu müssen wir zwei Arbeiter entsenden. Das machen wir jetzt. Und schon sind die Jungs auf dem Weg. Da sind sie. Wunderbar. Die Kollegen machen den Abflug. Jetzt müssen wir nur noch warten, dass die beiden zurückkommen mit einem fix und fertigen Wissenschaftler. In der Zwischenzeit können wir uns hier mal einen kurzen Überblick verschaffen. Das sieht eigentlich hier alles richtig gut aus. Also hier haben wir unser Kraftwerk. Wir können hier noch ausbauen, haben genügend Platz. Ja, wir haben noch einige Minions, die tatenlos rumstehen. Das wird sich aber sehr bald ändern, keine Sorge. So, Staffel. Wir haben hier jetzt noch richtig viel Potenzial auf der anderen Seite zu bauen. Und wie gesagt, es gibt mehrere Stockwerke, also wir werden hier, keine Angst, der Platz wird nicht knapp. Ich bin bereit, die Geheimnisse des Universums für dich, Boss. Was willst du mich recherchieren? Interessantes Wort, Research. Implies you're searching for something a second time. You'd better not be charging me for the same work twice. Your new scientist appears to believe that we can use a training room to teach. So, der Wissenschaftler ist übrigens einer der wenigen, der nicht verhört und gekillt wird, wenn ihr ihn entführt. Den behaltet ihr tatsächlich. So, und jetzt werden wir nämlich anfangen, unsere Minions auszubilden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt im Spiel. Bevor wir jetzt den Ausbildungsraum bauen, machen wir jetzt erstmal hier die linke Seite betriebsfertig, sage ich jetzt mal. Dass wir hier auch gut bauen können. Das heißt, wir werden hier jetzt mal... Was haben wir hier? Erde. Erde wollte ich jetzt nicht. So, wir werden erstmal den Flur hier ausbauen. Warte mal, ich muss mal näher ran, damit ich hier genauer bauen kann. Okay. Warte mal, passt das so? Ja. Na, also hier seht ihr, ist so eine Gesteinsschicht, da kommen wir eh nicht dran vorbei oder durch. Das heißt, die nehme ich dann auch gleich als Leitfaden für den Weg. So. Na, hier links sehen wir schon den nächsten, eventuell kleinen Raum hier, ne? Den wir... Ich will nur mal ganz gucken, was können wir mit der Erde hier machen? Da können wir gar nichts machen, ne? Noch nicht. Okay. Ja, also den Weg müssten wir erstmal bauen. Da lassen wir sie auch erstmal schon mal anfangen, die Minions. Und jetzt überlege ich gerade auch der Ausbildung, also Trainingsraum sollte nicht zu klein sein, weil da werdet ihr wirklich jede Sparte, jedes Level von den Minions ausbilden. Also da auch nicht mit dem Platz geizen. So, jetzt schauen wir mal. Hier oben, der Raum sieht eigentlich ganz gut aus. So, lass mal gucken. Wir nehmen erstmal den Bereich. Hier, wie gesagt, ist auch noch nicht komplett freigeschaltet, aber hier,
damit hier kann man schon gut arbeiten. Each specialist minion type requires a trainer of its own. Request a scientist trainer. Ja, ja, nicht so schnell. Wir müssen erstmal hier alles bauen. So, also zuerst wollen wir Wissenschaftler ausbilden. Das ist dieses Trainingsgerät. So, wir können der Sache natürlich auch wieder eine Tür. So. Having more scientists will speed up future research. So, jetzt müssen sich die Jungs hier erstmal durchbuddeln. Deshalb spule ich mal kurz vor, dass es nicht allzu lange dauert. Und durch diese Wegführung haben wir jetzt, das seht ihr jetzt, auch rechts sozusagen Platz für einen neuen Raum geschaffen, den wir dann später noch hinzufügen. Das wäre zum Beispiel auch ein gar nicht so schlechter Spot dann für den Raum für die Wissenschaftler selbst. Die haben einen eigenen Forschungsraum dann. Ja, wir müssen jetzt warten, bis die Kollegen sich durchgebuddelt haben. Dann müssen wir natürlich erstmal das Trainingsgerät aufstellen. Und dann werden die Kollegen Minions selbstständig damit beginnen, sich auszubilden. Wir müssen nur dem Gerät sagen, wie viele Minions er als Wissenschaftler ausbilden soll. Okay, da wurde gerade Gehalt gezahlt. Da geht's hin, die schöne Kohle, die wir uns ergaunert haben. Your criminal networks are idle. Consider running some schemes. So, also die Kollegen sind hier am Arbeiten. Das heißt, wir könnten die Zeit nutzen. Wir haben gerade die Nachricht bekommen, dass unsere Filiale nichts produziert. Die haben gerade nichts zu tun. Das heißt, wir werden mal gucken, ob wir den Kollegen einen netten Auftrag geben können. Was? Freier Quarkplatz? Was ist das? Freie Parkplätze sind in dieser Region unverschämt teuer. Wir sollten deshalb einfach ein Parkhaus bauen und Gebühren kassieren. Das heißt, wenn wir hier ein Parkhaus bauen, werden wir $75 alle 5 Sekunden kriegen. Okay, was haben wir hier? Stirb und rodel gut. Die Leute lieben lange romantische Schlittenfahrten, aber was passiert, wenn sich eine dieser Fahrten als tödlich erweisen würde? Was? Entfernt allmählich den Argwohn. Ah ja, okay. Also hier werden Leute, die uns verdächtig empfinden, entsorgt per Rodel. Ja, ist auch mal originell. Hier ist jetzt noch nicht so viel Argwohn. Das sieht hier an diesem roten Level. Strich. Statusbalken. Das ist das, was ich angesprochen hatte. Ne? Also mit diesen Maßnahmen könnt ihr, wenn es sich schon auf Argwohn aufgebaut hat, den wieder entsorgen. Ne? Ohne Moos geht nichts los. Was ist das? Wir haben eine ebenso seltene wie teure Art von Moos entdeckt. Sie wird Wissenschaftlern bestimmt einiges wert sein. Argwohn. Ja, hier seht ihr auch, einige Aufträge erregen Argwohn. Da müsst ihr aufpassen. Hierfür würde es $75 alle 5 Sekunden geben. Was war jetzt mit diesem Parkhausauftrag? Der. Ah, Entschuldigung. Jetzt habe ich mich verklickt. Sorry. Ich wollte eigentlich hier. Ja, sind auch 15. Also egal welchen Auftrag ich nehme, da würde jetzt 15 Argwohn erzeugen. Aber ich würde das gerne machen, dieses Parkhaus bauen. Langfristig finde ich ziemlich relativ unauffällige Art und Weise, Geld dran zu scheffeln. Deshalb machen wir das einfach mal. So, wir gucken mal, während die Kollegen sich auf den Weg machen, wie es hier aussieht. Okay, der Raum ist schon fertig, sehr gut. Jetzt brauchen wir noch, ich spule mal schnell vor, auf das Gerät zu warten. Das müsste gleich angeschleppt werden vom Kollegen. Und dann machen wir uns gleich an die Ausbildung. Jawohl, ja. So. Und hier können wir nämlich jetzt die Ausbildung beginnen. So, sobald ihr nämlich Trainingsgeräte habt, könnt ihr hier unter diesem Icon die Schergen ausbilden. Ne, im Kampf, Täuschung oder Wissenschaft. Hier ist natürlich die Wissenschaft. Jetzt müssen wir nur noch auswählen.
Wissenschaftler, genau. So, und ihr seht oben rechts, zwei Wissenschaftler sind gefordert. Stellen wir ein. Zack. Was interessant ist, also hier werden jetzt zwei Wissenschaftler ausgebildet. Sollte einer dieser ausgebildeten Wissenschaftler auf irgendeine Weise mehr oder weniger zufällig das Leben verlieren, wird automatisch ein neuer Minion in die Ausbildung gehen, um wieder Wissenschaftler zu werden. Das gilt für alle Ausbildungen. So, hier haben wir übrigens unsere Tarnfirma, mit der werden wir uns später beschäftigen. Ein wunderschönes Casino. Ich freue mich schon darauf, da kreativ tätig zu werden. Ist natürlich A, nicht nur eine schöne Tarnung, sondern bringt natürlich auch Geld von nichtsahnenden Touristen, die an unseren Blackjack-Tischen, an Roulette-Tischen ordentlich Geld verlieren. Na, also, wir helfen ja ein bisschen nach, dass sie verlieren. Na, so ist es nicht. Aber dazu kommen wir später. So, der Kollege ist ordentlich am Lernen, da qualmt gleich das Hirn. So, was immer gut ist, ist, wenn ihr schon einen Schergen habt, der in der gewünschten Position ist, hier zum Beispiel der Wissenschaftler, beschleunigt natürlich bei anderen Minions die Ausbildung zum Wissenschaftler. Ohne Wissenschaftler dauert das länger. Also wie gesagt, immer gut, wenn ihr schon einen von der Sorte habt. Jawohl. Und zack. Jawohl. Your minions will need somewhere to perform their research. Plan a laboratory. Ja, ist natürlich klar, ne? Jetzt haben wir Wissenschaftler, die müssen auch irgendwo arbeiten, also kriegen wir auch ein Labor. Ja, ihr seht, so langsam füllen sich hier die Reihen mit den Räumen, die ihr bauen könnt. So Stück für Stück für Stück. Ich lasse mal hier ein bisschen Platz für einen kleineren Raum. A whiteboard is essential for scientists to perform research. Ja, die Dinger sind ganz wichtig natürlich. Die Whiteboards zum Arbeiten. Zwei Stück brauchen sie, bitteschön. Hier könnt ihr später natürlich noch andere Geräte bauen, ne, Datenbank, eine Auswirkungsanalyse, aber wie gesagt, ne, nicht bauen, bevor es ihr wirklich braucht, ne, das ist Blödsinn. So, wir brauchen noch einen Eingang, habe ich gerade festgestellt, den habe ich fast vergessen hier. Ohne Tür wird es ein bisschen schwer mit dem Arbeiten. So, zack, los geht's. So, da sind unsere beiden Professoren, sehen auch schon sehr schlau aus hier, unsere Wissenschaftler. Ganz wichtig, durchschreiten sie die heiligen Hallen. So, während wir darauf warten, dass die Kollegen das hier bauen, da kommen sie schon angefegt, schauen wir mal auf unser Missionsboard. Heuere 6 weitere Schergen anschließend. Das sind so die Nebenmissionen. Konstruiere Generator. Das könnten wir gleich noch machen. Noch ein Funkverstärker. Okay. Warte mal. Generator ist ja nie eine große Sache. Generator geht immer. Das machen wir. Erstmal haben wir dann erstmal unsere Energie abgesichert und es gibt sogar Kohle dafür. Mehr geht ja gar nicht. Machen wir. Hä? Wie? Wieso? Was will er? Kann ich da nicht bauen? Warte mal. Das geht, okay. Komisch. So, jetzt schauen wir mal. Schließe Plan B ab. Konstruiere Generator. Hä? Das habe ich doch schon gehabt, oder nicht? Hä? Ich habe doch einen Generator gebaut. Oder ist er noch nicht da? Ist natürlich erst erfüllt, wenn es auch gebaut wurde. Na, einfach hinstellen reicht nicht. Er muss auch gebaut sein.
Deshalb ist das auch noch nicht abgeschlossen hier gerade. Dasselbe gilt natürlich auch für die Whiteboards hier, ne? Oben rechts. Aber ich sehe gerade, die Dinger sind schon auf dem Weg. Ne, das ist jetzt mal die Tür, okay. Okay, Entschuldigung, ich nehme alles zurück, behaupte das Gegenteil. Optional objective complete. Okay. Whiteboards? Moment, ich spring mal schnell vor. Hä? Das sind aber langsam die Kollegen, weil ich muss mal, glaube ich, als Chef ein bisschen durchgreifen, dass wir schneller arbeiten hier. So, jetzt aber. Weil die Forscher sind natürlich super wichtig. Die entwickeln uns ganz tolle Sachen. Das schauen wir uns jetzt mal an. Eben. Die ganzen diabolischen Möglichkeiten. Die schauen wir uns jetzt mal an. Na, also ihr seht das schon aufgeteilt in die globalen Aktivitäten. Das betrifft alles, was ihr auf der Karte macht. Den Unterschlupf natürlich für Verbesserungen. Ihr könnt eure Schergen verbessern. Hier wird jetzt gerade vorgeschlagen, erstmal die Mehrproduktion von Schergen anzurollen, dass wir mehr Schergen engagieren können. Das werden wir auch gleich machen. Ihr könnt später Fallen bauen. Natürlich werden später Ermittler versuchen, euren Schlupfpunkt, euren Unterschlupf zu entdecken, aufzudecken. Das müsst ihr natürlich verhindern. Da könnt ihr sehr kreative und coole Fallen bauen. Jetzt aber konzentrieren wir erstmal uns auf die Schergen. Research has begun. Research takes time. So, und da sehen wir, die Kollegen machen sich an die Arbeit. Jawohl, so wollen wir das sehen. So, jetzt kommt auch mal endlich unser Genie zum Einsatz. Der kann natürlich auch das ein oder andere machen. Select your genius. Ich wähle dir mal lieber das Menü an. So. Zack. So, ihr seht jetzt hier links, er hat bestimmte Fähigkeiten, Einfluss zu nehmen auf die Minions. Ne? Also er kann jetzt die Leute zur Arbeit anfeuern. Ne? Oder Ivan greift zum Raketenwerfer und feuert ein verheerendes explosives Geschoss ab. Ja, ich weiß jetzt nicht, das glaube ich ist nur in der Feindsituation wirklich nützlich. Wir werden jetzt mal unsere Kollegen hier anfeuern. So. In dem Kreis, in dem Umfeld, wo er jetzt agiert, werden die Minions deutlich aktiver. Sollten sie jedenfalls. So, genau. Und man sieht auch, andere Minions, die drumherum stehen, kommen näher, um zu helfen. Und schon geht die Arbeit schneller von der Hand. Ich finde das Ganze von der Spielidee und vom Spielkonzept also wirklich knuffig. Wie gesagt, die Darstellung liebe ich sowieso. Das ist ein Comic-Stil. Ich finde es jetzt auch schön, nach längerer Zeit mal wieder zu spielen. Ich hoffe, ihr seht das genauso. Dann können wir unsere kriminelle Karriere gerne auch mal live ein bisschen weiter ausbauen. So, jetzt kommen wir nämlich zu den Nebenmissionen, zur Nebenhandlung. Hier sollen wir nämlich jetzt einen Wächter entführen. Jetzt passiert nämlich genau das, was ich schon angesprochen habe. Um jetzt weiteres Personal auszubilden, müssen wir jeweils eine Person aus dieser Gruppe entführen, verhören. Und leider wird er das nicht überleben, aber wir absorbieren das Wissen und können selber zum Beispiel Wächter erschaffen. Ne? Das machen wir jetzt mal. So, wir haben jetzt die Möglichkeit, mehr Schergen einzustellen. Das ist schön. Jetzt aber müssen wir uns auf die Socken machen. Jetzt warte mal kurz. Ah ja, hier ist die Belohnung für den Generator. Ja, okay. Da ist die Nebenhandlung. Wächtereinführung. Okay. Die starten wir jetzt mal. What we need is a little more muscle around here. You there? How much can you lift? About 70 kilos on a good day. 80 if I use both hands. And how many bullet wounds can you take before you give up? One, maybe two. My point exactly. Get out there and find someone strong. Learn their secrets.
So, und genau das ist jetzt unsere Aufgabe. Wir müssen zur Weltkarte, einen Wächter suchen und entführen. So, da wäre jetzt ein Kollege. So, jetzt habe ich ein kleines Problem, weil hier läuft ja bereits eine Mission von meinen Kollegen. Die können nur eine Mission zur Zeit ausführen. Aber wir haben ja zwei Funkstationen gebaut. Das heißt, wir können noch ein zweites Gebiet erschließen. Das heißt, wir schicken unsere Schergen los, eine zweite Filiale eröffnen. Und wenn die eröffnet ist, können die natürlich in ihrem Bereich einen Wächter suchen. Das heißt, das Ganze verzögert sich geringfügig. Das macht aber nichts. So, unsere Minions werden jetzt eine zweite Basis bauen in Westeuropa. Im nächsten Schritt werden wir dann einen Wächter entführen und ausbilden. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Freunde, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like, Follow da, Daumen nach oben, nette Kommentare auch immer gern gesehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn ja, seid auch wieder das nächste Mal dabei. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Metal-Leute, abonniert alle Peru-Plays von führenden Ex-YouTubern empfohlen. Da gehe ich auf 100 Sachen 80. Tschüss.